Hallo und herzlich willkommen zum ersten Charisma Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle eingeschaltet haben und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Andreas Bornhäuser. Sie durften im Vorfeld schon ein paar Fragen beantworten, auf die kommen wir gleich noch zurück. Ich habe die Fragen so ein bisschen sortiert und gesammelt, weil ganz viele auch häufiger kamen. Und eine, mit der man richtig gut einsteigen kann, die ist die grundsätzliche. Gab es irgendein Schlüsselerlebnis für dich, das dich bewogen hat, sich so intensiv mit dem Thema Charisma auseinanderzusetzen? Ja, das gab es. Ich habe 1978 ein Seminar besucht. Das hieß Präsentationstechniken bei einem Max Meyer Malitz. Dieser Mann, dieser Trainer, ich habe damals Werbetexte geschrieben und ich wollte gerne meine Werbetexte erfolgreicher verkaufen. Und am Abend des Seminars saßen 14 oder 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, ich weiß nicht mehr genau wie viel, und sagten, was für eine charismatische Persönlichkeit dieser Max Meyer Malitz. Und ich bin nach Hause gefahren nach dem Seminar, das war damals in München im Tourhotel, das gibt es schon lange nicht mehr. Den Max gibt es immer noch, der ist heute graue Eminenz bei uns im Team. Und habe nachgeguckt, was Charisma ist. Und seitdem, ich fand das, was da stand, für mich unbefriedigend. Ich wollte ja wissen, wie kann ich Charisma erlernen, damit ich meine Werbetexte besser verkaufen kann. Und da stand, Charisma ist die gottgesandte Gnadengabe. Und das fand ich relativ unbefriedigend. Und habe dann angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und es lässt mich seit 1978 nicht mehr los. Aber du merktest damals schon, dass er eine gewisse Ausstrahlung oder schon etwas hat, wo du gerne wissen möchtest, wo kommt das her, was ist das genau? Das ist genau der Punkt, so dieses Besondere der Ausstrahlung eines Menschen, das ist das, was mich fasziniert und interessiert hat und wo ich einfach wissen wollte, wo kommt es her? Wenn man weiß, wo es herkommt, kann man es lernen. Ja, du beschäftigst dich seit vielen Jahren sehr intensiv damit. Trotzdem gibt es jetzt einen Charisma-Talk, woraus sogar eine Reihe werden soll. Wie bist du auf die Idee gekommen, gerade sowas zu machen und anzubieten? Na, es hat sich einfach zunehmend, hat sich eine Reihe von Menschen dafür interessiert, was macht ihr da eigentlich? Immer mehr wird es auch in den Medien kommuniziert, thematisiert. Ein Professor, mit dem wir bei der Entwicklung unseres Modells zusammengearbeitet haben, Kommunikationswissenschaftler, der Jo Reichertz, Professor Jo Reichertz von der Uni Duisburg-Essen, hat gesagt, die Medien kommunizieren immer dann vermehrt ein Thema, wenn es in der Gesellschaft ein Manko gibt. Und schaut man sich die politische Kaste an, schaut man sich Führungspersönlichkeiten an, könnte man sagen, es mangelt offensichtlich an Charisma. Und das war dann die Idee zu sagen, ja, jetzt machen wir das Thema Charisma auch mal in dieser Form zu einem Thema über unsere Diagnostik, über die Skill-Performance-Strategie hinaus. Und die Tatsache, dass allein an unserer Befragung 1300 Menschen oder 1321, um genau zu sein, teilgenommen haben, scheint mir ein weiteres Indiz dafür, dass es hier einen Bedarf, Interesse an der Thematik gibt. Dann kommen wir doch als erstmal zu den Fragen. Du hattest es eben auch genannt. Es wurden vier Fragen gestellt. Die erste, was ist Charisma? Warum braucht man Charisma im Alltag? Wird jeder Mensch mit einem charismatischen Gen geboren? Sehr spannend. Und halten Sie charismatische Menschen grundsätzlich für gefährlich? Was ist denn bei der Befragung rausgekommen? Also erstmal Dankeschön an die 1321 Menschen, die an dieser Befragung teilgenommen haben. Das ist ja durchaus keine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass es so eine große Resonanz gab. Auf die einzelnen Fragen, die gestellt wurden, ich habe hier so eine Zusammenfassung der Antwortergebnisse. Was ist Charisma? Es waren drei Optionen zur Auswahl. Die erste war die von Gott gesandte Gnadengabe. Die zweite eine erlernbare Sozialkompetenz. Und die dritte ein Phänomen, mit dem jeder geboren wird. Und 0% haben gesagt, Charisma ist die von Gott gesandte Gnadengabe. 89,5% haben gesagt, es ist eine erlernbare Sozialkompetenz. Und 10,5% haben gesagt, es ist ein Phänomen, mit dem jeder Mensch geboren wird. Die zweite Frage, die gestellt wurde, war, braucht man Charisma im Alltag? Und da sagen 68,4% der Befragten ja. 26,3% haben gesagt Sonstiges und 5,3% haben gesagt, kommt drauf an. Bei Sonstiges waren so Kommentare wie, kann mich nicht recht entscheiden, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, müssten wir es erst noch genauer definieren und so weiter. Dann wird jeder Mensch ihrer Meinung nach mit einem charismatischen Gen geboren. 36,9% sagen ja. Nur? Ja, das stimmt. 52,7% sagen nein und 10,5% haben geantwortet, weiß ich nicht. Und schließlich halten Sie charismatische Persönlichkeiten grundsätzlich für gefährlich? Das war die letzte Frage.
Und haben 63,2% der Befragten gesagt, nein, 5,3 ja, 5,3 sagen, ich kann mich nicht recht entscheiden und 26,3 haben Sonstiges gewählt und dann entsprechende Kommentare reingeschrieben. Ja. Wie ist denn die persönliche Sicht von Andreas Bornhäuser auf diese Fragen? Also ich finde, Charisma braucht man nicht unbedingt im Alltag. Es ist gut, wenn man es hat. Aber wir sehen ja zum Beispiel an Frau Dr. Merkel, die definitiv kein personales Charisma hat. Die hat sicher ein Amtscharisma qua ihrer Person als Bundeskanzlerin. Aber sie hat es trotzdem geschafft. Ich glaube, sie regiert jetzt seit 16 Jahren, 14 Jahren, ich weiß nicht genau. Also doch schon eine ganze Weile. Und das hat sie ohne Charisma geschafft. Das würde Sie freuen zu hören. Ja, ich hoffe, dass sie diese Sendung hier anschaut. Da müssen wir dann nochmal schauen, was genau ist Charisma. Ja. Wir müssen die Definition anschauen, aber ich nehme an, diese Frage werden wir auch noch kurz anschauen oder hoffe das. Auf die Antwort halten Sie charismatische Persönlichkeiten grundsätzlich für gefährlich, sagen 63,2% ja, nein. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube schon, dass von charismatischen Persönlichkeiten eine hohe Gefahr ausgehen kann, wenn sie die demagogische Ausprägung und Qualität haben. In der deutschen Geschichte gibt es genug Beispiele dafür, dass das so ist. Aber es gibt eben auch die andere Seite, es gibt ganz viele Persönlichkeiten, die nicht gefährlich sind. Also ich bin da eher so in between. Zur Hälfte sage ich ja, zur anderen Hälfte sage ich nein, sind nicht gefährlich. Wird jeder mit einem charismatischen Gen geboren? Ich glaube schon. Wir haben alle Anlagen, wir haben alles in uns, was wir brauchen. Und die Frage, was ist Charisma? Da würde ich gerne unsere Definition, die wir heute oder die ich heute für das Thema Charisma oder das Phänomen anbiete, einmal formulieren dürfen. Ich sage, Charisma ist die Fähigkeit zu erkennen, was gebraucht wird. Es ist die Fertigkeit zu tun und zu sagen, was gefragt ist und die Wahrhaftigkeit, sich dabei selbst treu zu bleiben. Und wenn ich jetzt diese Definition nehme und ich stelle fest, zunehmend in der Diskussion, dass sie auch akzeptiert wird, wenn ich diese Definition nehme, würde ich sagen, ja, es ist eine erlernbare Sozialkompetenz. Aber wenn man den Satz hört, denkt man im ersten Moment wahrscheinlich schon, boah, das ist ja schon was ganz Ordentliches, was ich da haben muss. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen bei den Fragen raus. Und genau deswegen möchten wir auf die jetzt auch ein bisschen genauer eingehen. Also, es gab eine Menge Fragen, wunderbarerweise. Vielen Dank dafür. Zwei der am häufigsten gestellten oder die häufiger gestellt wurden, war... Das erste hatten wir mit dem Schlüsselerlebnis. Was ist Charisma in deinem Verständnis? Du hast die Definition gerade genannt, aber jetzt mal so flapsig vielleicht für den Alltag auch. Es ist eine überdurchschnittliche Ausstrahlungs- und Anziehungskraft. Und zwar eine, die gepaart ist mit der Kompetenz, eine Glaubwürdigkeit auszuschalten. Ich will nicht die überstrapazierte Begrifflichkeit der Authentizität auch noch strapazieren. Aber es hat schon was damit zu tun, dass man sich eben treu bleibt. Ja. Aber das ist, wenn man ganz alltagstauglich, ganz pragmatisch das anschaut, das ist Menschen, die einen Raum betreten, jeder nimmt sie wahr und sie haben die Fähigkeit, die Menschen wirklich zu erreichen, im Herzen, im Kopf, abhängig davon, wo die Menschen erreicht werden wollen. Zum Teil dann schon mitbeantwortet. Die zweite Frage, kommt mit dem Charisma der Erfolg oder entwickelt sich Charisma erst als eine Folge von Erfolg? Durch Selbstbewusstsein, was auch immer. Also ich glaube, das ist ein bisschen wie die Frage Henne und Ei, was war zuerst da? Nehmen wir meinetwegen einen Menschen in der deutschen Geschichte, der viel Unheil über das deutsche Volk gebracht hat. Dieser Mann, von dem ich spreche, der mit dem kleinen Bärtchen, war ein gescheiterter Künstler. Jemand, der nicht wirklich was in seinem Leben erreicht hat. Und er hat über sieben Jahre lang mit Paul Devrient, es gibt ein Tagebuch auch von Paul Devrient, gezielt an dem Thema Charisma gearbeitet, am Thema Stimme, am Thema Ausstrahlung, am Thema Körpersprache und so weiter. Schließlich hat er dieses Charisma erworben durch sein unglaubliches Training, durch seinen Ehrgeiz und Energie. Na, und dann kam zumindest für ihn und auch zumindest nur temporär, Gott sei Dank, ein gewisser Erfolg. Er ist an die Spitze der deutschen Nation, hat er sich katapultiert. So kann ich also sagen, hier war kein Charisma, es wurde trainiert, es wurde gezielt geübt
Und im Ergebnis hat es den Erfolg gegeben. Es gibt sicherlich auch den anderen Fall, dass Menschen mit einer hohen Ausstrahlung es leichter haben, weil sie eben diese überdurchschnittliche Qualität kultiviert haben im Laufe ihres Lebens und die schaffen es dann leichter, in entsprechende Schlüsselpositionen zu kommen. Beides geht. Ja. Wie kommt es dann, du hattest eben auch schon ein Beispiel, dass so viele völlig oder zumindest sehr uncharismatische Persönlichkeiten führende Positionen einnehmen? Ich vermute sehr stark, ich bemühe nochmal die Frau Merkel, ich vermute sehr stark, dass das Menschen sind, die exzellente Netzwerker sind. Menschen, die gute Diplomaten und Politiker sind, die es verstehen, auf eine subtile, auf eine auch fleißige Art und Weise Menschen um sich zu scharen. Mhm. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle sind es auch Leute, die einfach skrupellos über Leichen gehen, die Menschen instrumentalisieren. Ich glaube, dass das auch ein Ergebnis ist oder dass das auch zu dem Ergebnis führt, dass sie in Schlüsselpositionen kommen. Ja. Gibt es denn Menschen, die vielleicht unheimlich viel Charisma haben und das gar nicht wissen oder es ihnen gar nicht bewusst ist? Ich glaube, das gibt es nicht, weil Charisma ist ja eine Qualität, die nur in der Begegnung entstehen kann, mhm. Claudia. Das heißt, ich bekomme Rückmeldungen von anderen, wow, hast du eine Ausstrahlung. Oder Dritte tragen mir zu, dass andere über mich gesagt haben, was für eine überdurchschnittliche, was für eine außergewöhnliche Ausstrahlung. Mein Gott, hat dieser Mensch Charisma. Und insofern würde eine charismatische Persönlichkeit das immer zurückgespielt bekommen. Und deshalb wird sie das auch wissen. Also ich kann mir nicht, also wenn ich jetzt mal absehe von kleinen Babys, die mit ihren funkelnden kleinen Diamanten in der Wiege liegen und die ganze Familie anstrahlen, die wissen das noch nicht. Ja. Die haben es aber eben auch. Gut, vielleicht mal von mir eine persönliche Frage. Das waren ja jetzt alles Fragen auch von Ihnen. Ja. Es gibt ja viele Menschen, die mit diesem Charisma gar nicht mal so richtig umgehen können, denen das vielleicht sogar peinlich ist, wenn sie hören. Sie haben Charisma. Männliche Führungskräfte mittleren Alters, wenn man denen sagt, du bist total charismatisch, denken, um Gottes Willen will ich gar nicht sein. Woher kommt das? Das kann ich nicht erklären. Ich vermute, dass das Menschen sind, die trotz ihrer Ausstrahlung eine höhere Introversion haben, also die introvertierter sind, die nicht permanent das Außen reflektieren. Vielleicht hat es damit zu tun. Aber es ist eine interessante Frage, der wir natürlich im Rahmen unserer Arbeit auch mal nachgehen könnten. Gut, eine Frage noch von einem Leser bzw. Zuschauer. Woher kommt das Gefühl der Ruhe, wenn man sich in der Nähe von besonders charismatischen Menschen aufhält? Das müsste man jetzt die Person fragen, die diese Frage gestellt hat. Mhm. Weil was macht es denn? Also was ist die Facette, die bei dieser Person dazu geführt hat, dass sie sich ruhiger plötzlich fühlt oder dass sie zur Ruhe kommt? War das die Tatsache, dass dieser Mensch vielleicht ganz intensiv auf sie eingegangen ist, wirklich aufmerksam zugehört hat? Mhm. War es die Tatsache, dass der ganz langsam gesprochen hat? Also das ist dann eher eine linguale Kompetenz. Insofern kann ich das nicht. Mir geht es so, wenn ich charismatischen Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten wie dir mit einer überdurchschnittlichen Ausstrahlung begegne, dann bin ich eher nervöser, nicht ruhiger. Ich bin aufgeregter. Ja. Auch wenn ich weiß, ich begegne jetzt einer, was noch nicht der Fall gewesen ist, aber ich begegne einer, außer dass ich sie auf der Bühne mal live erlebt habe, ich begegne einer Frau Dr. Merkel, dann habe ich auch eine höhere Aufgeregtheit, nicht qua ihres personalen Charismas, das habe ich ja schon gesagt, das hat sie in meiner Wahrnehmung nicht, sondern wegen ihres Amtscharismas, weil sie ja durch ihr Amt schon eine gewisse Ehrfurcht verbreitet. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Gefühl des Vertrauens, dass jemand dann auch so eine in sich oder auf sich vertrauende Art und Weise ausspielt oder beziehungsweise ausdrückt, könnte ich mir in dem Fall auch noch vorstellen. Aber du hast völlig recht, man müsste wissen, wer das genau ist. Strahlen denn Charismatiker wirklich mehr Vertrauen aus oder wirken die eher einschüchternd? Auch das ist wieder eine Frage der Wahrnehmung. Ein Skeptiker, jemand, der die geistige Grundhaltung hat, um charismatischen Menschen ist ein großer Bogen zu machen. Der wird vermutlich eher misstrauisch einem charismatischen Menschen begegnen. Jemand, der sich einfach gerne einnehmen lässt von einer charismatischen Persönlichkeit. Jemand, der gerne sich öffnet Menschen, die eine besondere Ausstrahlung haben, der wird wahrscheinlich auf Anhieb mehr Vertrauen empfinden. Mhm. Also es ist ja keine einseitige Sache, sondern es ist ja ein permanenter, interaktiver Prozess. Und insofern hat es ganz viel mit den wahrnehmenden Personen zu tun, ob sie mehr oder weniger Vertrauen einem Charismatiker oder einer Charismatikerin gegenüberbringen.
Eine Frage, eine weitere, auch sehr interessante. Wie kann ich Kunden für das Thema Charisma öffnen, die sich vehement verschließen? Die Antwort würde ich gerne, wenn du gestattest, ganz kurz fassen, am besten gar nicht. Ja? Weil Charisma ist eine Kann-, keine Muss-Option. Und wenn jemand jetzt sagt, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, das interessiert mich nicht, ich will auch meine Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter an diesem Punkt nicht entwickeln, dann Hände weg. Wozu soll ich jemanden zwangsbeglücken? Aber aus deiner Erfahrung, sind das dann eher Menschen, die sehr viel Charisma haben oder eben überhaupt keins und deswegen auch denken so, oh, ist nicht wichtig, brauche ich nicht. Ich erlebe in der Begegnung mit manchen Kunden, die dann mitunter auch keine werden, also potenziellen Kunden, da erlebe ich häufiger, dass die, die sich dem Thema verschließen, spüren, wenn sie sich dem Thema jetzt öffnen würden, müssten sie wirklich was an sich tun und die Komfortzone verlassen. Sehr schön. Deswegen auch hier die Frage, was könnten Gründe dafür sein, dass sich jemand so verschließt, diese Komfortzone? Was kann es da noch geben? Also es könnte sein, dass jemand schlechte Erfahrungen mit einer charismatischen Persönlichkeit gemacht hat und deshalb eben so darauf resoniert oder reagiert. Aber nochmal, mir fällt da immer der Witz von dem Psychologen und dem Trainer ein. Es gibt ja diesen Witz, wo der Psychologe einen Passanten fragt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es zum Bahnhof geht? Da sagt der Passant, nein. Und sagt der Psychologe, gut, dass wir darüber geredet haben. Den gleichen Witz gibt es auch in Bezug auf Trainer und Coaches. Da fragt ein Trainer einen Passanten, können Sie mir sagen, wo es zum Bahnhof geht? Und da sagt der Passant, nein. Da sagt der Trainer, gut, dann gehen Sie da vorne geradeaus, zweite rechts. Das ist so die Haltung von vielen, diese Zwangsbeglückung und Dauermissionierung. Ich würde da einfach sagen, Hände weg von dem Thema. Ja. Welche Rolle spielt das Erkennen, Steuern und Erfüllen kollektiver Erwartungshaltung bei Menschen, denen Charisma zugeschrieben wird? Eine ganz zentrale, also eine interessante Frage. Also alle Fragen sind interessant, aber über die habe ich besonders intensiv auch nachgedacht, wobei ich dann sehr schnell auf unsere Formulierung zurückkam. Also zunächst die kurze Antwort auf diese klare Frage, eine ganz zentrale. Wenn ich jetzt das Thema der Definition nochmal herhole. Es ist die Fähigkeit zu erkennen, was gebraucht wird, die Fertigkeit zu tun und zu sagen, was gefragt ist und die Wahrhaftigkeit, sich dabei selbst treu zu bleiben. Ein Franz Josef Strauß, ob man ihn jetzt mochte oder nicht, oder posthum mag oder nicht, war eine Persönlichkeit, der, wenn er mit Lockhart am Tisch saß, anders kommuniziert hat, als wenn er im Bierzelt seine Parteimitglieder für sich und seine Partei gewinnen und einschwören wollte. Das war jemand, der eben eine hohe situative Kompetenz hatte, der sich auf das jeweilige Auditorium gut einstellen konnte. Nehmen wir noch einmal als Counterpart dazu Angela Merkel. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, wenn eine Bundeskanzlerin in einer Zeit wie dieser, egal welche persönliche Verbindung es gibt und das auch noch in der Öffentlichkeit kommuniziert, das Buch von ihrem Vorgänger vorstellt. Da gibt es aus meiner Sicht andere Dinge zu tun. Ich glaube nicht, dass das gefragt ist, also insofern keine charismatische Dimension, weil sie eben nicht auf das eingeht, was kollektiv gewünscht wird. Ich erinnere mich an ein anderes Interview, das sie geführt hat oder eine Aufzeichnung, eine Veranstaltung, da fragte eine junge Frau, Frau Dr. Merkel, ich habe Angst, wenn ich mir die Flüchtlingssituation in Deutschland anschaue. Was empfehlen Sie mir? Und dann sagt Frau Dr. Merkel, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Entschuldigung, da hat jemand offensichtlich nicht erkannt, was diese Frau wirklich braucht. Also, es ist das Gegenteil von dem, was diese Frage hinterfragt. Ist es besonders auch die Fähigkeit, ein besonderes Einfühlungsvermögen in Bezug auf das zu haben, was gebraucht wird? Ja, spannend dabei auch eben das Steuern. Es muss nicht unbedingt heißen, dass man sich diesen Erwartungshaltungen unterwirft, sondern sie zum Teil auch in seinem eigenen Interesse, das war am Anfang mit dem Thema Angst dabei, selber steuert oder selber lenkt. Absolut. Ja. Woran genau erkennt man hier jetzt einen charismatischen Menschen? Also nach unseren Erfahrungen, wobei ich da vorsichtig sein muss, wir haben jetzt, wenn ich die nicht charismatischen Persönlichkeiten anschaue, also Menschen, die... Und das sind nicht grundsätzlich nicht charismatische, aber da gibt es viele mit Leistungsreserven, mit Handlungsbedarf. Da haben wir fast 1 Million Datensätze inzwischen. Schaue ich mir charismatische Persönlichkeiten an, da rede ich im Augenblick über vielleicht 200 Datensätze, die wir auswerten können. Was ich in Bezug, also es ist noch keine wirklich große Fallzahl, aber was ich in Bezug auf diese Menschen, die, von denen du und ich sagen würden, ja, das sind charismatische Persönlichkeiten, sagen kann, ist, sie sind in der Balance.
Also Sie sind wirklich in der Lage, sowohl auf der lingualen Ebene, wie auch auf der Einfühlungsebene, auf der Sensusebene, wie auf der körpersprachlichen Ebene und eben auf der strukturellen, die wir Intellektus nennen, vielleicht kann ich das auch gleich noch kurz vorstellen, ausbalanciert sind. Da gehen wir gleich noch ein bisschen intensiver drauf ein. Gibt es denn bestimmte Berufe, die Menschen mit Charisma bekleiden oder bekleiden sollten sogar? Auch diese Frage hat mich einerseits amüsiert, andererseits nachdenklich gemacht. Wenn ich an das Buch von Helmut Schmidt denke, Bundeskanzler AD, dann sagt er, gerade in der heutigen Zeit bräuchten wir Politiker, die Charisma haben, weil sie Menschen unbequeme politische Entscheidungen verkaufen müssen. Insofern wäre es jetzt naheliegend zu sagen, ja, in der Politik wäre es gut, wenn es mehr charismatische Persönlichkeiten gibt. Ich glaube auch, dass es in der Industrie, in der Wirtschaft schön wäre, wenn mehr Unternehmen über charismatische Persönlichkeiten verfügen. Ich denke an Herrn Winterkorn, sein Abgang war mit Verlaub erbärmlich. Dann noch den Versuch zu unternehmen, Vertrauen zu gewinnen in einer Videobotschaft, die verbreitet wurde. Das, was er dann zwei Tage später getan hat, war das einzig Richtige. Aber grundsätzlich, die Frage war ja, ob es bestimmte Berufe, bestimmte Positionen gibt, in denen Charisma besonders wichtig wäre. Ich wünsche einfach jedem, jeder Frau, jedem Mann Charisma, weil das bedeutet ja, dass man Gespräche einfach so führen kann, dass es dir und mir, dass es dem anderen nachher ein bisschen besser geht. Und von der Qualität wünschte ich jedem Imbissbudenbesitzer, der Currywürste in Berlin verkauft. Von dieser Qualität wünschte ich jeder Schuhverkäuferin, jedem Schuhverkäufer, weil es dem Kunden und ihm nachher auch besser geht. Aber ganz ehrlich, ich wünsche mir das auch von jeder Frau, die mit als Hausfrau zwei Kindern vor mir an der Kasse steht, weil einfach der Umgang mit solchen Menschen deutlich einfacher ist. Das ist der Punkt, genau. Wo und wie findet man am besten charismatische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wenn man die Kriterien kennt, also was macht es denn letztlich jetzt aus, diese besondere Ausstrahlung, diese besondere Anziehungskraft von Menschen, dann kann man auch gezielt danach suchen. Also unsere Skill-Diagnostik wird in einigen Unternehmen tatsächlich auch als Recruiting-Instrument inzwischen eingesetzt. Okay, dann nenn doch bitte mal die Kriterien. Also die Kriterien sind, wir haben identifiziert, dass es vier Frequenzbereiche gibt, in denen Menschen senden und empfangen. Das ist Sensus, das ist Corpus, das ist Intellectus und das ist Lingua. Und innerhalb dieser vier Frequenzbereiche oder wie wir auch gerne sagen Instrumentengruppen gibt es jeweils wieder vier Instrumente. Im Bereich Sensus haben wir das Thema innere Präsenz. Ich könnte auch sagen Intuition. Wir haben innere Überzeugung oder Glaubenssätze. Wir haben die Momentfokussierung, also ganz hier sein im Dasein. Und wir haben schließlich die Emotionalität. Mhm. Im körpersprachlichen Bereich, also Corpus, das ist das C von S-C-I-L, haben wir das äußere Erscheinungsbild, wir reden über Outfit, Kleidung, Accessoires, die man trägt, den Haarstil und so weiter und so fort. Wir reden über die Gestik, über die Mimik und über die räumliche Präsenz. Okay. Im Bereich Intellektus haben wir die Strukturiertheit, wir haben die Analytik, wir haben die Zielorientierung und wir haben die Sachlichkeit. Im Bereich der lingualen Kompetenz haben wir die vier Frequenzen oder Instrumente, Stimme. Wir haben die Artikulation, die Beredsamkeit, dass jeder jederzeit über ausreichend Vokabeln verfügt, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben die Bildhaftigkeit. Jetzt hast du eben gesagt, muss im Ausgleich sein, Frage jetzt mal von mir. Oder wenn man im Ausgleich ist, ist man sehr charismatisch. Angenommen, ich bin jetzt ein Mensch, der in drei Frequenzbereichen richtig gut aufgestellt ist, aber vielleicht im Bereich Corpus sehr unterdurchschnittlich. Würdest du dann sagen, das ist kein charismatischer Mensch? Nach unseren Erfahrungen ist das so. Okay. Weil es bedarf einfach dieser Balance. Wenn ich auf der anderen Seite, Claudia, Menschen habe, für die das wichtig ist, dass jemand eine hohe Expression im Bereich der nonverbalen Kommunikation hat, eine hohe Ausdrucksstärke, und jemand kann das nicht liefern, dann wird dieser Mensch, dem das wichtig ist, wahrscheinlich über die Person nie sagen, der hat Charisma. Ja. Insofern macht es Sinn, zu versuchen, in die Balance zu kommen. Okay. Wie führt eine charismatische Persönlichkeit? Wieder Frage von den Zuschauern. Ich hole zum dritten Mal, ich hoffe, es ermüdet die Zuschauer unseres Charisma-Talks nicht. Ich wiederhole zum dritten Mal sehr gerne die Definition von Charisma. Es ist die Fähigkeit, also unsere Definition von Charisma. Es ist die Fähigkeit zu erkennen, was gebraucht wird, die Fertigkeit zu tun und zu sagen, was gefragt ist und die Wahrhaftigkeit, sich dabei selbst treu zu bleiben. Das bedeutet, es ist jetzt ein Wort, fast möchte ich sagen, aus der Abteilung Bullshit-Bingo, ich brauche es trotzdem mal, situative Interaktionskompetenz.
Also es ist jemand, der sich auf die jeweilige Situation, auf die jeweilige Person bestmöglich einstellen kann. Schauen wir jetzt auf der anderen Seite die Führungsstile an, um nur einige zu nennen, laissez-faire, autoritär, kooperativ, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass jemand mit einem kooperativen Führungsstil möglicherweise bei jemandem, der laissez-faire geführt werden will, sein Problem hat und umgekehrt. Das, wo wir heute drüber sprechen, wenn wir über Führungskompetenz sprechen, ist der situative Führungsstil. Auf die jeweilige Situation eingehen, auf den jeweiligen Menschen. Also Rückschluss zum Thema, wie führt jemand in der Form, dass er sich auf jeden Menschen einstellt, also eine hohe situative Interaktionskompetenz hat. Und das kann vor allem jemand, der ausbalanciert ist. Okay. Ganz wichtig und ganz spannend die Aussage gerade. Können denn wirklich auch sehr schüchterne oder introvertierte Menschen Charisma lernen? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, sonst bräuchten wir den Talk nicht führen, müsste ich meiner Arbeit nicht nachgehen. Ich habe mich dem Thema ja nun fast 30 Jahre lang verschrieben. Grundsätzlich kann Charisma jeder lernen. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt Menschen, die haben ein höheres Talent, die haben auch einen ausgeprägteren Willen und die haben den größeren Ehrgeiz, es wirklich erlernen zu wollen. Denn Charisma ist nichts, was ich mal so mir nichts, dir nichts mir anerziehen kann oder um genau zu sein, dass ich wiederentwickeln kann. Also es geht darum, das eigene Repertoire zu erweitern. Ja. Und deshalb, ja, also reden wir vielleicht an der Stelle statt über Charisma lieber über Ausstrahlungs- und Anziehungskraft. Und die kann auch eine schüchterne Persönlichkeit, wenn sie für sich entschieden hat, ich würde gerne ein bisschen mehr auch nach draußen gehen, ich würde im Außen gern mehr und häufiger die Resonanz erzielen, die ich gerne erzielen möchte, ja, dann kann auch die schüchterne Persönlichkeit das trainieren. Und es kann ja auch der erste Schritt dann wirklich zu Charisma sein. Absolut. Ja. Ganz viele Menschen, rund 600 haben gefragt, und das zieht jetzt auch auf diese Frage ab, die ich eben gestellt habe. Wie kann man es denn trainieren? Du sprichst immer davon, man kann es trainieren, man kann da was für tun, aber wie sieht das genau aus? Setze ich mich da morgens jeden Morgen eine Stunde hin und mache irgendwas, und vor allen Dingen dann, was mache ich? Also wann du es machst, ist egal. Das kannst du morgens machen, das kannst du mittags machen, das kannst du am Abend machen. Wichtig ist, dass du die Dinge einfach in deinen Alltag integrierst. Es muss die Qualität eines gewissen Rituals bekommen, so wie das Zähneputzen sich inzwischen auch als ein Ritual in der zivilisierten Gesellschaft manifestiert hat. Gehen wir mal in die einzelnen Bereiche. Was kann ich zum Beispiel tun, um meine Stimme, wenn mein Repertoire hier nicht, also wenn mein Instrument nicht so gut gestimmt ist, und in dem Fall ist es ja wirklich ein Instrument, dann kann ich Stimmen- und Sprachtraining machen. Ja. Oder ich höre mir CDs von guten Sprechern, Synchronsprechern oder Schauspielern an. Eine wirkliche Empfehlung: Rufus Beck spricht oder liest Harry Potter. Das ist einfach unglaublich, wie dieser Mann, ich glaube, 28 Stimmen unterschiedlich intoniert, ohne dass man große Schnitte in diesem Hörspiel hat oder in diesem gelesenen Buch hat, Hörbuch hat. Wenn er Professor McGonagall spricht, dann weißt du sofort, es ist Professor McGonagall. Ja? In dem Moment, wo er sie liest, wo er ein Originalzitat von ihr artikuliert. Kinski, wenn der Du, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund intoniert, ist einfach grandios, wie dieser Mann. Man muss Kinski nicht mögen. Aber wenn ich mein Repertoire im stimmlichen Bereich trainieren will, dann macht es Sinn, sich solche Leute anzuhören und das vielleicht im Auto mal nachzusprechen. Ja, das ist jetzt aber eine relativ einfache Geschichte. Ja? Ich höre es mir an. Im Grunde kann ich passiv da sitzen, es mir anhören. Wenn ich jetzt einen geringen Wortschatz habe, wie kriege ich den erweitert? Da muss ich ja richtig für ackern, theoretisch. Also nochmal, das habe ich vorhin hoffentlich schon zumindest ansatzweise klar gemacht. Auf jeden Fall habe ich darauf hingewiesen. Wenn wir darüber reden, dass wir Ausstrahlung und Anziehungskraft trainieren wollen, und ich das wirklich auf ein respektables Niveau bringen möchte und mein Repertoire entsprechend erweitern möchte, dann ist das richtig Arbeit, dann ist das richtig Ackern. Ich nehme das Thema Beredsamkeit, das du gerade angesprochen hast, Claudia. Wenn ich das Thema Beredsamkeit trainieren möchte, dann wälze ich zum Beispiel Synonymwörterbücher. Fallen mir, wenn ich die Vokabel gehen, hochwerfe, sofort trippeln, schreiten, laufen, kriechen, krabbeln und so weiter ein. Also habe ich einen weiten Wortschatz, der die Fortbewegung eines Menschen ohne fremde Hilfsmittel tatsächlich beschreiben würde. Ich sammle Zitate.
die ich dann häufiger mal in meinen Begegnungen mit anderen Menschen einsetze. Mhm. Ich schreibe mir Sprüche auf, die mir gut gefallen haben. Alles das hilft Beredsamkeit trainieren. Ein guter Kollege von mir, auch ein Skillmaster, der Maximilian March, hat mal gesagt, und ich habe mit diesem, weil ich ihn so einprägsam fand, diesen Spruch aufgeschrieben und verwende ihn seitdem auch gerne, Schlagfertigkeit, und das hat ja auch viel mit Beredsamkeit zu tun, führt über die Nachschlagfertigkeit. Zunächst mal schreibe ich mir alle Sachen auf und dann lese ich das immer wieder durch. Und so wird es mehr und mehr Bestandteil meines Sprachrepertoires, und das hilft dann eben auch, Beredsamkeit zum Beispiel zu trainieren. Vielleicht noch ein, zwei Übungen zu zwei anderen Frequenzbereichen? Gerne. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bereich Intellektus gehe, jemand, der eine hohe S, also eine hohe Sensusausprägung hat, der Präsentationen vorbereitet, der sie plant, der die Dramaturgie dafür schreibt, der wird vielleicht eher hingehen und darüber nachdenken, wie er die Menschen schnell in einen guten Zustand versetzt. Wenn der jetzt Intellektus als ungehobene Leistungsreserve, wie wir sagen, hat, also hier trainieren müsste, dann gehen wir mit dem hin und sagen, okay, stell mal an den Anfang deiner Präsentation das Ziel. Formuliere es klar, präzise und deutlich. Und zwar so, dass deine Teilnehmer auch gleich erkennen können, what's in for me, also welcher Nutzen ist für mich damit verbunden. Dann sagen wir und bitten die Teilnehmer, das auch zu tun, jetzt schreib mal eine genaue Agenda und die zeigst du. Was ist der erste Agendapunkt, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und so weiter. Und wenn du zu den einzelnen Agendapunkten kommst, zeig sie wieder, damit du dich selber disziplinierst, an dieser Agenda entlang deine Präsentationen zu gestalten. Das trainiert zum Beispiel das Thema Strukturiertheit und Zielorientierung. Also die gute Nachricht ist, im Gegensatz zu allen anderen Diagnostiken, die ja sagen, so bist du, arrangier dich damit, mach's Beste draus, versuch dann vis-à-vis schnellstmöglich gut einzuschätzen und dann schau, dass du klarkommst. Im Gegensatz zu allen anderen Diagnostiken, DISC ist gerade da ein bisschen auf einem anderen Weg, also diese dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, die gehen zunehmend in unsere Richtung. Wir sagen, jedes der Instrumente, das vielleicht länger nicht gestimmt wurde und deshalb auch nicht mehr gespielt wurde, ist stimmbar und kann trainiert werden. Zum Thema Korpus vielleicht noch einen Hinweis geben, dann fehlt eigentlich nur noch Sensus, aber dabei können wir es auch belassen, ganz wie du möchtest. Du stellst die Fragen, ich gebe nur die Antworten. Erzähl, ich finde es spannend. Okay. Thema Korpus, räumliche Präsenz als Beispiel. Ich kann trainieren, das ist eine Übung, die wir machen, auch in unseren Coachings und Seminaren. Diese Übung heißt, hier bin ich. Wie komme ich in einen Raum rein? Wie lange bleibe ich im Rahmen stehen? Wie fest öffne und schließe ich die Tür? Mhm. Wie stark trete ich auf? Wie viele Sekunden halte ich inne, bevor ich, wenn wir jetzt bei einer Präsentation bleiben, mit der Präsentation starte? Schaue ich jeden Teilnehmer vorher kurz einmal an? Das erhöht räumliche Präsenz, Blickkontakt. Und diese Dinge lassen sich im Bereich Korpus gleichermaßen trainieren. Ja, das heißt auch vor allen Dingen erstmal bewusst werden, um was es geht, was es ist. Genau. Und das dann mit gewissen Dingen umsetzen. Und da können die Übungen ja sehr vielfältig sein. Gibt es Gott sei Dank zu jedem der Instrumente eine Fülle Fülle von Instrumenten, die tatsächlich zur Verfügung stehen, damit ich die einzelnen Dinge stimmen kann, die einzelnen Bereiche stimmen kann und sie dann auch entsprechend nutzen. Aber ich will gar nicht weiter fragen, weil es wird ja möglicherweise noch Fortsetzungen dieses Talks geben. Das heißt, es soll spannend bleiben. Es gab aber, glaube ich, auf der Seite Hinweise für, was weiß ich, besondere Konditionen für Teilnehmerinnen des Talks, für Evaluation, Coaching-Programm, Teilnahme an der Autorisierung, um auch mal zu gucken, in welchen Bereichen bin ich denn nun besonders stark und wo habe ich vielleicht noch Potenzial, was zu heben wäre. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Es gibt drei Dinge, die wir den Teilnehmern dieses ersten Charisma-Talks sehr gerne anbieten, wo wir uns dann natürlich auch freuen, wenn wir eine Art positive Resonanz auf der wirtschaftlichen Ebene haben, auf den Talk. Das eine ist, alle, die jetzt hier am Start sind, wenn sie sich innerhalb der nächsten 24 Stunden bei mir mit einer Mail melden an ab@presentainment.de, dann bekommen sie die Skill-Evaluation, also den tiefen Test der normalerweise 119 € kostet, wenn man ihn im Netz direkt kauft, für 69 €. Das zweite ist, unser webbasiertes Video-Coaching-Programm, also unsere Online-Akademie sozusagen, da kosten alle 16 Module, also zu jedem der Instrumente gibt es ein 45-minütiges Modul. Das heißt, das gesamte Programm umfasst ungefähr 4,5 Seminar- oder Coaching-Tage.
Das kostet normalerweise 450. Wer das jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden nach diesem Talk bestellt, bekommt das Programm für 150, also spart 300 Euro. Und das letzte, dritte Angebot oder dritte und letzte Angebot ist die Teilnahme an einer Skill, also einer Zertifizierung zum Skill Master, die jetzt im Dezember, ich glaube vom 17. bis 19. Dezember stattfindet. Teilnehmer dieses Talks, immer vorausgesetzt, sie melden sich innerhalb der nächsten 24 Stunden, bekommen die Autorisierung, die normalerweise 3.900 Euro kostet, für 1.900 Euro. Das sind die drei Angebote, die ich jetzt aktuell den Teilnehmern dieses Talks mache. Klasse. Gibt es schon irgendeinen Termin, wann eventuell der nächste Talk stattfinden wird? Hast du schon was ins Auge gefasst? Nein, noch nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn es mir gelingt, dich wieder zu gewinnen für diesen Talk. Vielleicht drehen wir es auch mal um, denn du bist Skillmaster. Kannst du nur empfehlen. Dann kannst du aus deiner eigenen Praxis mal, aus deinen eigenen Erfahrungen vielleicht was erzählen. Also es gibt noch keinen Termin. Geplant ist, dass wir diese hiermit begonnene Veranstaltungsreihe dann auch wirklich eine Veranstaltungsreihe werden lassen. Die Termine werden wir veröffentlichen über die verschiedenen Kanäle der Social Media Networks, also Facebook zum Beispiel, die Seite facebook.com/menschengewinnen. Da steht immer, was aktuell gerade passiert. Gut, also eine Menge Möglichkeiten, sich weiter auf dem Laufenden zu halten. Hoffentlich sind Sie beim nächsten Charisma Talk wieder dabei. Die Angebote hat Andreas gerade genannt, also auch da mal reingucken, was für Sie vielleicht interessant sein könnte. Von mir aus, danke, dass du für das Interview zur Verfügung gestanden hast. Danke Ihnen fürs Zugucken. Schönen Tag, tschüss.